Heute bei Wer weiß denn sowas, das Dresdner Lokalderby. Wolfgang Stumpf und Bernhard Hoecker spielen gegen Gunther Emmerich und Elton. Und jetzt geht's los. Dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, meine Damen und Herren. Am Samstag hieß es noch, wer weiß denn sowas, XXL. Heute dann wieder Montag bis Freitag unsere tägliche Ausgabe mit besonders tollen Gästen, aber auch einer besonders tollen Information gleich für Sie zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass der afrikanische Goliath-Frosch bis zu 3 Kilo schwer werden kann? Das ist ein Klopper. Das ist ein Klopper, ja. Ja, wir haben heute wirklich, es ist eine besondere Sendung mit ganz besonderen Gästen, weil es ist fast eine Wiedervereinigung im deutschen Fernsehen. Ich glaube, ihr wart zum letzten Mal vor knapp 25 Jahren zusammen im Fernsehen zu sehen, also quasi in einem Bildschirm vereint. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Schön, dass es bei uns heute wieder der Fall ist. Wolfgang Stumpf und Gunther Emmerich. Ganz aber wir sehen uns öfters. Ja, zu Hause in Dresden seht ihr euch öfter. Ne? Spielen und überall. Ja. Ich bin auch froh, dass das heute wirklich beendet ist, wer siegt. Ne? Ah. Wenn Gunther hinten liegt, müsstet ihr noch eine Stunde dranhängen. Es wird so lange gespielt, bis er gewinnt. Ist das so? Ja, kann er nicht verlieren? Ja. Hier ist 45 Minuten. Er behauptet immer, ich könne nicht verlieren. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Wir werden mal sehen, wie es heute läuft. Ja. Du warst ja schon mal da, du hast schon mal erste Erfahrungen gesammelt, hast schon mal angetestet, ja, im Team mit Elton. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie unser Publikum sich heute bei dieser sensationellen Besetzung verteilt hat. Denn die Menschen haben ja immer die Qual der Wahl. Hinter welchem Team wollen sie Platz nehmen? Hinter Team Elton oder hinter Team Bernhard? Hinter Bernhard und Wolfgang Stumpf sitzen heute 56 Gäste. Hinter Elton und Gunther Emmerich sitzen 56 Gäste. Ich hab's gewusst. Ja. Da kann man sich halt schwer entscheiden. Und das heißt, wir müssen eine Münze werfen, gleich um zu entscheiden, wer die erste Kategorie auswählen darf. Aber vorher schauen wir erstmal, welche 12 Kategorien heute überhaupt im Spiel sind. Hier ist unsere Wand. Die Kategorien sind heute tierisch, tierisch, unser Körper, das Fragezeichen, Sport, deutsche Sprache, Essen und Trinken, Schönheit, wie ticken wir, Berufe, Erfinder, unsere Erde und Insekten. Eins steht fest, auch heute wieder jede richtige Antwort 500 Euro und ein Publikumsjoker für jedes Team. Aber welches Team darf die erste Kategorie auswählen? Ich habe hier einmal Bernhard und hier einmal Elton auf der Münze. Wir werfen sie hoch und ich hoffe, ich hab sie. Und sie wird aufge... Was war das denn? Wieso? Das ist immer so. So. Nein, man fängt sie auf und dreht sie um auf die Hand, auf den Handrücken. Es ist Bernhard. Ja, ihr dürft beginnen. Ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Such dir was aus. Ich bin zu allem bereit. Wie ticken wir? Wie ticken wir? Mhm. Wie ticken wir denn? Ja, genau. Das könnt ihr mir gleich beantworten. Die erste Frage der heutigen Sendung. Laut einer US-Studie sind Konsumenten weniger in Kauflaune, wenn im Portemonnaie nur A, mehrere kleine Scheine sind, B, die Kreditkarte aber kein Bargeld ist oder C, ein paar große Scheine stecken. Okay, also. Nur damit ich das verstanden habe. Soll ich es nochmal vorlesen? Ja. Meine Frau würde B nehmen. Moment, sie ist weniger in Kauflaune, wenn sie... Ach, weniger, keine, mehr. Das mehr. Meine ich mit... Ah, ja, nochmal. Ja, also, ja. Sie haben keine Lust zu kaufen, wenn mehrere kleine Scheine drin sind. Sie haben keine Lust zu kaufen, wenn eine Kreditkarte drin ist, aber kein Bargeld. Sie haben keine Lust zu kaufen, wenn ein paar große Scheine weniger drin Lust. Also wenig, nicht keine, aber um es so... Also, ein paar große Scheine.
könnte man pranzen, wenn man die hat. Na, hat man vielleicht an, was pranzen? Naja, so angeben. Achso, ein 100er hin. Ja, danke. Ich hätte gerne diesen Kaugummi. Ja, ich habe leider nur ein 200er. 500er gibt es ja nicht mehr. Aber. Nehmen Sie auch den 250er Schein. Was bist du so für ein Geldtyp, Wolfgang? Hast du eher Bargeld in der Tasche oder Kreditkarte? Karte. Ja. Karte. Nicht so viel Bargeld. Nein, nein, nein. Ja, ich krieg so wenig. Und da nehme ich immer die Karte mit. Was, ne? Taschengeld und so. Ja. Also überleg einfach, wie es mir selber geht. Wenn ich irgendwo bin und kaufe ein. Und ich habe groß, ich habe genug, also große so ein 50er oder sowas, dann fällt es mir leichter, sagen, ach komm, noch eine zweite Cola dazu oder sowas oder ein größeres Menü. Bei so. Ich würde 10. Du glaubst bei großen Scheinen, was würdest du denn? Ich würde A nehmen. Wenn du so viele kleine Scheine hast, hast du viel mehr das Gefühl, dass dir da was weggeht. Ja. Es sieht nach weniger Geld aus und ein bisschen automatisch. Reißt die großen nicht gerne an, ne? Ja, doch. Ah. Also du meinst, man reißt die großen nicht gerne an. Mhm. Ich meine schon. Tja. Das kann natürlich sein. Das ist ja unteuer. Ja, da habt ihr jetzt ein Problem. Ja. Ah, was aber sein kann, ist, wenn ich viel. Also wir gehen von derselben Menge Geld aus, haben viele kleine Scheine drin und dann denke ich, ah, wie super, ich zahle hier, ich zahle da, aber den einen großen reiße ich nicht an. Also ich mache ihn nicht kaputt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich gehe da hin und dann mache ich mir ein Portemonnaie auf. Und dann habe ich eine Kreditkarte, das ist mir egal. Du, weil da kann ich die wollen nicht zeigen, die Amerikaner, dass die Kleingeld drin haben. Die wollen das Große greifen. Da kaufen die wenig. Wechselst du jetzt auf A, nachdem ich zu deinem C gegangen bin? Nehmen wir AC. Was nehmen wir? AC. AC, genau. Wir nehmen nicht B. Wir nehmen dein A. Wir nehmen mein A? Ja. Okay, okay. Wir versuchen jetzt mal mein A und wenn es nicht funktioniert, nehmen wir nachher dein C. Oh Gott, bei der nächsten, ja. Ja, dann nehmen wir bei der nächsten dein C. Diese Umkehrung. Also, ja. Ihr habt A eingeloggt und wir wissen erst, was richtig ist, wenn wir die Ergebnisse der Studie betrachtet haben. US-Marketingforscher beobachteten, dass mehrere kleine Scheine eher als geringfügige Beträge à la Portokasse wahrgenommen werden. In dieser Masse erkennt der Konsument nicht den gesamten Wert und gibt das Geld schneller aus. Auch bei der Kreditkarte fehlt der Bezug zum Geldlimit. Bis man auf den Kontoauszug schaut, bleibt es ein abstrakter Wert. Wer nur wenige große Scheine vor sich hat, der registriert sie als echtes Geld und denkt sich, diese Scheine sollten nur für wohlüberlegte Investitionen ausgegeben werden. Anreißen. Oh. Ah. Wolfgang, du warst richtig. Ja. Du lagst richtig. Ich wollte zu dir wechseln. Du musst für den weiteren Verlauf des Spiels nur die richtigen Schlüsse jetzt aus der ersten Frage für dich persönlich ziehen. Okay. Ne? So, wir kommen zu eurer ersten Kategorie. Schade. Elton wollte Essen und Trinken nehmen. Das überrascht mich erstens nicht, wäre auch mein Thema. Aber wir haben es einfach. Nein! Wir wollten Sport nehmen, der Satz war noch nicht vollendet. Ah, okay. Na, dann fangen wir nochmal zurück. Okay, dann nehmen wir Sport. Aber wir wollten übrigens auch nicht, wie ticken wir. Also nicht Essen und Trinken, sondern was wollt ihr? Sport. Das Tennisturnier in Wimbledon wurde 1877 eingeführt, weil der A. Club eine neue Rasenwalze benötigte, B. Herzog von Kent ein passionierter Tennisspieler war oder C. Tennisverband eine neu entwickelte Rasensorte testen wollte. Puh. Die Herzogin von Kent verleiht immer noch den Pokal am Ende des Finals. Deswegen würde ich B sagen. Ja, ist denn Kent eine Grafschaft oder ein Herzogtum von ganz Großbritannien oder ist es nur ein Stadtteil von London? Da bin ich nicht ganz sicher. Wer kennt denn sowas? Ja. Weil es kann ja sein, ganz blöd, dass Wimbledon halt in dem Stadtteil Kent liegt und deswegen der Herzog. Aber nee, ein Herzog gibt es ja nicht vom Stadtteil. Nee, ich glaube, das Stadtteil heißt doch Kensington. Ich glaube, das ist eine Gegend, ja. Der Herzog also, von Eimsbüttel. Das liegt am nahesten. Das liegt am nahesten, aber das muss ja nicht unbedingt richtig sein. Muss nicht richtig sein, nein. Aber der Tennisverband testet eine neue Rasensorte. Das testet man noch vorher.
und macht da nicht ein Turnier draus. Außerdem, in England ist der Rasen doch immer gut gewässert. Ja, stimmt. Egal ob Golf, ob Fußball. Ja. Ja. Der Club braucht eine neue Rasenwalze und wollte damit vielleicht... Nein, halte ich für abwegig. Ja? Ich bin für B. Ja, dann nehmen wir B. Ja? Ja, man kann sich ja mal einig sein. Warum nicht? Wimbledon ist das größte Tennisturnier der Welt und das einzige Grand-Slam-Turnier, das auf Rasen gespielt wird. Angefangen hat alles 1877 und der Grund war eher pragmatischer Natur. Der Club brauchte 10 Pfund, um eine ponygezogene Rasenwalze zu bezahlen. Also kam man auf die Idee, ein Turnier zu veranstalten und von den Zuschauern Eintrittsgeld zu nehmen. Am Ende wurden es mehr als 10 Pfund und die Betreiber dachten, da könnte Großes entstehen. Der Gewinner des ersten Wimbledon-Turniers war übrigens der Brite Spencer Gore. Ja, also auch bei euch erstmal nichts auf dem Konto, aber das wird sich jetzt ändern, zumindest vielleicht beim Team Bernhard. Was? Berufe? Wir nehmen Berufe. Ja. Und wir nehmen dein C. Ja. War das? Was machen Kuhfitter? Ah, sie massieren Kühe, um eine feine Fettmarmorierung zu erzielen. B, sie stylen Kühe für Leistungsschauen. Oder C, suchen den bestmöglichen Zuchtbullen. Boah. Der Kuhfitter. Fitter richtig geschrieben. Ne? Fitter. Wie? Fit to be fit. Du bist für? Nein, ich habe es klar richtig geschrieben. Fitter. Also, suchen den bestmöglichen Zuchtbullen, den würde ich nicht Kuhfitter nennen, sondern Züchter. Ja. So. Stylen Kühe für Leistungsschauen. Mhm. Ja, ich bin auch. Wann die denn? Frisieren die? Na, die werden aber geputzt, sage ich dir, oder? Also meinst du, so, du meinst gebürstet und schön gemacht wunderbar. Und alles. Es gibt Menschen, die Kühe massieren, ja. Damit das Fleisch besser wird. Mhm. Ich bin vom Gefühl wieder bei A. Was fühlst du? Ich fühle B, aber wir nehmen wieder A. Nein. Und dann ist es auf einmal B und dann wieder ich hab's doch gesagt. Nein, sag ich nicht. Nein. Wir nehmen dein A. Massieren Kühe. Sag bitte, du nimmst mein A. Ja, ich nehme dein A. Ich habe von diesen Massagen auch schon mal gehört. Aber eher im Zusammenhang mit Rindern. Der Begriff fit stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie anpassen. Ein Kuhfitter passt also eine Kuh an, stylt sie für Auktionen oder Leistungsschauen. Dafür hebt er mit Rasierer, Farbspray und Glanzlack die Schokoladenseiten einer spitzen Milchkuh hervor. Indem die Rückenhaare gerade geschoren werden, wird zum Beispiel eine ungleichmäßige Rückenlinie der Kuh begradigt. Das möglichst volle Euter wird komplett rasiert, damit die Beaderung gut zur Geltung kommt. Zum Schluss wird der Schwanz mit Haarspray und Bürste toupiert. Möge also die Schönste gewinnen. Oh Mann! Aber jetzt setz ich mich so. Wenn du glaubst, dass ich hier heute noch eine Entscheidung treffe, das ist. Jetzt nehmen wir mal Essen und Trinken. Genau, das ist leider. Zweimal genau. Also, ja. Ja, aber die macht Spaß. Ja, Wolfgang wollte. Macht Spaß! Ja. Ja? Findest du? Ja, ich stand da schön. Ja. Also, wir bleiben mal. Bei 0 Euro, leider. Ja, und bei euch schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Jetzt setzt sich der Instinkt bei uns beiden durch. Ja. Wir nehmen Essen und Trinken. Ja. Ein Straußenei. A. Ist 40 mal größer als ein Hühnerei. B. Darf in Deutschland nicht frei verkauft werden. Oder C. Benötigt 1,5 Stunden, bis es hart gekocht ist. 40 mal größer halte ich für übertrieben. 40 mal größer ist übertrieben, ne? Ja. Hühnerei. Und das 40 Mal, das ist ja schon zweimal. Ja. Nein, 40 Mal ist maßlos übertrieben. Benötigt 1,5 Stunden, bis es hart gekocht ist. Ich vermute, das darf nicht verkauft werden. Nicht frei verkauft werden. Also frei verkauft werden heißt im Supermarkt einfach. Aber bei Straußenfarmen. Ich habe es noch nirgendwo gesehen. Aber ich gehe natürlich auch nicht in die Straußenfarmen einkaufen. Nee, ich auch nicht. Vielleicht darf. Bestimmte Straußenfarmen dürfen das Ding verkaufen, beziehungsweise ich habe auch noch nie, warum sollte auch einer, also ich, als Kunstobjekt kenne ich das, da kann man Lampen draus machen oder sowas, aber das ist dann nur die Schale. Das ist wahrscheinlich B, ne? Und nicht frei wäre ja dann also ein limitiertes Verkaufen möglich. Ja. Ja,
Ja. Nun nicht also halt jeder. Stunden jeder darf halte ich das auch nicht. Für übertrieben. Also ein normales Ei, wenn es weich gekocht ist, 4 Minuten, wenn es hart ist, 5, 6, 7. Ja, wir einigen und da das ja 40 mal so groß ist, können wir 40 mal 7, 4 mal 7. Nein. Oh, hör auf. Sind wir für B wieder? Ja, wir sind wieder für B. Bitte. B. Ja. Könntest du mal aufhören, denen zu helfen? Ja? Weil das richtig ist. Ja, das ist doch total egal, dass das richtig ist. Hast du B vorgesagt? Die ganze Zeit. Die fangen mit B. Also, ja. So richtig. Ja. 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 Na, sollen wir B nehmen? Ja. Ja, der Wolfgang. Wir zwei spielen doch gegen euch. Ach so. Ja. Oh, okay. Das wisst ihr nur noch nicht. Ja. Also, wir haben B wie bitte eingeloggt. Ja. Ein Straußenei bringt satte 1,5 Kilo auf die Waage und ist 25 mal größer als ein Hühnerei. Tatsächlich ist es auch für den menschlichen Verzehr geeignet, man muss sich nur in etwas Geduld üben. Rund 1,5 Stunden sollte das Ei im Topf kochen, dann ist es hart gekocht. Wenn man es weich gekocht bevorzugt, reichen auch 45 Minuten. Das Warten lohnt sich in jedem Fall. Mit so einem Prachtexemplar könnte man eine ganze Fußballmannschaft versorgen. Es wäre C gewesen. Und jetzt wissen wir, dass Vorsagen von Wolfgang Stumpf war Taktik. Ab jetzt kannst du wieder reden. Alles okay. Ich bin erleichtert. Also, was ist denn heute los hier? Ja, keine Ahnung. Ja, ehrlich mal. Aber es ist jetzt sind erst 4 Fragen gespielt. Es kommen ja noch 8. Ja, also was man schon noch Geld. Wir nehmen jetzt unsere Erde. Gut. Also unsere. Beantworten das richtig, damit mal Farbe ins Spiel kommt. Genau. Ja. Und ich habe mit dieser Frage ein gutes Gefühl. Als im März 2011 in Japan die Erde bebte, verschob sich dadurch die Hauptinsel Japans um 2,40 Meter und das Ozonloch verkleinerte sich um 1,7%. Ein Tag auf der Erde wurde um 1,8 Mikrosekunden kürzer oder C, der Mount Everest wurde 1,9 cm höher. Also das Ozonloch verkleinert sich um 1,7%, keine Ahnung, warum das passiert sein sollte. Ja. Aber das glaube ich nicht. Der Mount Everest wurde 1,9 cm höher. Als ich das letzte Mal oben war, hätte ich es merken müssen, weil es dann doch anstrengender wurde. Aber wenn das stimmt, könnte das ja auch wieder stimmen, ne? Du meinst, wenn das kürzer wird, hebt sich das an. Ne? Ach, du meinst, also ich glaube, dass die, dass sich Erdbeben auf die Rotationsgeschwindigkeit der Erde auswirken. Wie viele Sekunden? 1,8 Mikrosekunden. Ja, ja. Kannst du dir das auch vorstellen? Ja, ich wäre wieder für B. Du bist wieder für B, ich bin auch für B. Also ich würde natürlich A oder C nehmen, aber wenn du B sagst, bin ich natürlich sofort bei B. Gunther, was meinst du? Ich bin mir ziemlich sicher, A ist es. Dann nehmen wir das nicht. Ich glaube, die Rotationsgeschwindigkeit hat sich verändert. Ja. Wir nehmen B. Richtig. Solange wir uns einig sind, sollten wir gar nicht erst drüber reden. Nee. Und solange man einig ist, sollte man gemeinsam. So ist es. Selten sind Teampartner in solch einer Einigkeit hier in der Sendung unterwegs gewesen. Gescheitert. Das Erdbeben mit einer Stärke von 9,0 in Japan veränderte im März 2011 die Masseverteilung der Erde. Dadurch wurde die Erdrotation geringfügig beschleunigt. Forscher sprechen auch vom sogenannten Pirouetteneffekt. Unser 24-Stunden-Tag hat sich durch das Beben in Japan um 1,8 Mikrosekunden verkürzt. Die ersten 500 Euro! Eine Mikrosekunde, millionste Teil einer Sekunde. Also es ist ja nicht so, dass man deswegen länger schlafen kann. Hat man keinen Jetlag deswegen. Ja? Also ihr habt die ersten 500 Euro und ihr dürft die nächste Kategorie wählen. Deutsche Sprache. Und jetzt bist du ruhig. Ah nee, doch nicht. Nee, warte, es noch mal klappt. Wie ist eine elliptische Äußerung definiert? A, durch undeutliche Aussprache, B, durch Einsparungen von Redeteilen oder C, durch einen logischen Widerspruch? Ja, bitte. Ja. Eine elliptische
Äußerung. Eine Ellipse, bitte ist ja, eine Ellipse ist ja nicht rund, sondern so eiförmig. So, was hat das da? Aber mehr ja, kann ist, ich dir auch nicht. Das ist aber auch eine Ellipse. Das, die wird mit Y geschrieben, meines Wissens. Ja, aber ich glaube, das ist aber ja? Elliptische Äußerung. Ich habe keine Ahnung. Also wenn sie schreit schon fast nach Publikum, würde ich sagen, weil du, ich sehe, du bist auch... Wollen wir wieder B nehmen? Da haben wir schon zweimal willst, versagt. Und irgendwann muss es kommen, meinst irgendwann du? Muss es kommen, ja. Oder Publikum fragen. Fragen wir das Publikum? Okay, wir fragen das Publikum. Ja, ja. Vielleicht haben wir Germanistikstudenten. Vielleicht weiß das irgendjemand, was schon mal was von gehört. Eine Nein. Elliptische Äußerung. Also zumindest nicht so, dass es sofort jemand vom Sitz reißt. Hm? Obwohl doch alles Germanen sind. Ja, und Deutsch sprechen. Ja. Oder. Niemand? Verstehen Sie uns, sprechen Sie unsere Sprache. Ja? Wir kommen in Frieden. Manchmal hat man im Fernsehen so polnisches Leihpublikum. Hat sich einer gemeldet. Andere Seite. Hallo. Hallo. Ja? Als das Wort Germane fiel, da fühlte er sich berufen. Ja, ja? Ja eher Teutone. Aber ja, okay. Ja, wie heißt du? Hans-Joachim. Freut mich, Hans-Joachim. Und du machst was beruflich? Ja, ich bin Verwaltungsbeamter. Okay, da, ich könnte jetzt... Gutes sagen. Ne? Ja, was Gutes sagen. Finde ich wichtig, dass es so Menschen gibt. Ja? Ja. Ja, muss ja nicht jeder in Hektik arbeiten und... Aber die nimmt man mit, aber die ist aber gut. Das wollte ich sogar hören, oder? Nein, Quatsch. Wo kommst du her? Aus Berlin. Schön. Ja. Wir widmen uns jetzt mal der Frage, was ist eine elliptische Äußerung? Also ich denke, das ist das Weglassen von Redeteilen. Wenn Menschen so ein bisschen aus dem Redeflussraum rauskommen, da gibt es einen anderen Begriff, das heißt Herumeiern. Und das hat auch so eine, das Herumeiern so eine elliptische Form. Aha. Und das ist ein bisschen abgeleitet. Also, oh, das finde ich spannend. Ja. Ja. Das klingt logisch. Ja. Wäre zumindest eine Erklärung. Wenn keiner sonst eine Erklärung hat, für mich ist das denn. Das ist so, schon mal richtig. Genau, sagt man ja oft auch Berliner Taxifahrern nach, ne? Dass die auch elliptische Äußerungen haben. Die lassen ja oft das Bitte und Danke weg. Ja, ja, guten Tag und auf Wiedersehen auch. Ja, genau. Ja, gucken wir mal, ob das stimmt. Also du sagst Antwort B, wir haben es eingeloggt und überprüfen das natürlich sofort. Eine mathematische Ellipse ist, grob gesagt, ein mangelhafter Kreis. Denn das griechische Wort Ellipsi bedeutet übersetzt Mangel. Spricht nun der Sprachwissenschaftler von einer Ellipse, ist die Sprache nicht vollständig, weist also ebenfalls einen Mangel auf. Die Redewendung Dankeschön heißt vollständig formuliert Ich danke schön. Im Alltag benutzen wir aber meist nur die unvollständige Ellipse. Absolut. Glückwunsch. Danke. Und damit 500 Euro fürs Team. Sehr gut hergeleitet. Ich dachte eigentlich, dass die Freude über die ersten 500 Euro größer ist. So, also, an beide Teams ist das Begrüßungsgeld ausgezahlt. Ja, richtig, ja, allerhand, ja. Ich hätte A genommen. Ja? Ja, ja. Deutliche bist halt ein guter Freund. Als Sachse. Ja, klar. Ja, ja. Ja, komm, hätte sein können. Welche Kategorie soll es denn sein? Was ist denn? Hm? Ist es tierisch, ne? Ja. Tierisch, tierisch? Ach, das habt ihr gesagt? Ja. Das würdest du nehmen? Tier oder Insekten? Mir ist egal. Insekten finde ich besser. Dann nehmen wir Insekten. Uns. Wir nehmen Insekten. Dann müssen wir weniger wissen. Ja. Weil die Säugetiere müssen wir schon mal gar nicht kennen. Nein. Es sind nicht die Motten, die Löcher in die Kleidung fressen, sondern... Wer? Das ist die Frage. Ihre ätzenden Ausscheidungen nach dem Verzehr von Milben. Ihre Larven, die aus den gelegten Eiern im Stoff schlüpfen. Oder ein winziger Parasit, der die Motte heimlich begleitet. Also eindeutig B. B. Das wissen wir. Ja. Marmotte gewesen und... Und ich war seine Larve. Ja. Und wir haben uns durchgefressen. Man kann auch mal aufs Gaspedal treten. Jeder kennt die Warnung seit seiner Kindheit. Motten im Kleiderschrank fressen Löcher in die Kleidung. Allerdings tut man dem Falter damit Unrecht. Die Motte legt innerhalb von 4 Wochen bis zu 250 Eier, vornehmlich in Wollpullover. Aus diesen schlüpfen dann kleine Larven.
Und für diese quirligen Winzlinge ist Tierwolle eine perfekte Nahrungsquelle. Denn pflanzliche Fasern wie Baumwolle oder Leinen sind für die Larven nur sehr schwer verdaulich. Ja, jetzt läuft's doch. Also da. Wir stehen bei 1000 Euro. Haben wir Glück gehabt, haben wir Glück gehabt. Wie geht's bei euch weiter? Ja, keine Ahnung. Mit der nächsten Publikumsantwort. Da haben wir gute Erfahrungen. Könnte helfen. Ja. Unser Körper? Oder lieber Tiere? Oder Erfinder? Dann nehmen wir Erfinder. Der Naturforscher Horace Benedict de Saussure konstruierte ein Messinstrument für die Gesänge der heimischen Singvögel, für den Geruch von Lavendel oder für das Blau des Himmels. Ja, super. Können wir noch mal das Publikum fragen? Wir kriegen aber auch heute echt. Ja, aber ehrlich mal. Na gut, obwohl bei der Tennisfrage. Warst du bei der Auswahl der Fragen dabei, Wolfgang? Der Naturforscher Horace Benedict de Saussure konstruierte ein Messinstrument. Eigentlich für die Gesänge der heimischen Singvögel. Was will der denn? Wie lang, wie laut? Das weiß ich nicht. Für das Blau des Himmels, was macht das? Morgens ist es blauer, ist es heller blau. Warum, was misst man da? Die Lichteinstrahlung? Lichtbrechung? Ja, in welchem Grad die Sonne gerade für blau sorgt oder eben ja, aber nur blaue Flecken da sind und der Rest mit Wolken bedeckt ist. Aber warum soll man das überhaupt messen wollen? Mit einem Messinstrument? Ja, und wie? Also guckst du da rein? Aber warum soll man ein Messinstrument entwickeln für den Geruch von Lavendel? Lavendel ist halt sehr geruchsintensiv. Und wer weiß vielleicht, ob der gut ist, ob der schlecht ist, ob der... Ja. Ob das ein echter Lavendel ist oder der noch nicht so... Für die Kosmetikindustrie war es vielleicht interessant, ja, das festzustellen. Könnte sein. Wollen wir einfach nehmen B. Wir nehmen mal wieder B. Wir nehmen eigentlich jetzt immer nur B. Ja. Wir bleiben auch dabei. Fragen, wenn ihr leichtere Fragen wollt, müsst ihr dienstags noch mal wiederkommen. Montag ist immer mit Anspruch. Ja? Hätte man das nicht vorher sagen können. Ja, aber eigentlich hatten wir euch so ausgesucht als Gäste für den Montag. Ja? So, wir haben B eingeloggt und ich bin jetzt auch gespannt. Noch nie gehört. Der Naturforscher Horace Benedict de Saussure war ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Eines Tages fragte er sich, wo ist das Himmelsblau intensiver, am Fuß eines Berges oder auf seinem Gipfel? Daraufhin entwickelte er gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Instrument zur Messung der Intensität der blauen Himmelsfarbe, das Cyanometer. Auf einem Kreis wurde eine Farbskala aufgetragen. Diese hält man in den Himmel und vergleicht den Farbton des Himmels mit der Farbskala. Mei, wenn es nicht läuft, dann läuft es auch nicht. Ne? Man könnte ja mal durch Zufall mal das Richtige nehmen. Ne? Aber gut, 500 Euro habt ihr. Bei euch könnten es jetzt 1500 werden. Bernhard und ich, wir sind uns völlig einig, als wir das Publikum gesehen haben, dass die uns helfen können. Wir nehmen Schönheit. Sonst sollen die Leute sich nur die Nachbarn anschauen. Wie symbolisierte eine Frau im 17. und 18. Jahrhundert, dass sie besonders ausgelassen und fröhlich ist? A. Sie trug ein Pflaster auf der Nase. B. Sie kaufte sich ein pinkes Häubchen. Oder C. Sie trug nur einen Schuh. Oh, bitte, ey. Ich bin mir gerade nicht sicher, dass das Publikum das haben will. Also, sie trug ein Pflaster auf der Nase. Das sieht doof aus. Es sieht zwar doof aus, aber es kann natürlich sein, weil es sieht total aus nach, oh, ich habe mir wehgetan, weil ich dauernd so wilde, verrückte Sachen mache. Ja, aber ein Häubchen ist auch, guck mal, hier bin ich. Ja, aber hat man nicht ein Häubchen bekommen, im Sinne von unter der Haube sein, wenn man heiratet? Also wollt ihr selber also was im wissen? Brauch könnte es sein, wenn es irgendwo, aber es vielleicht hat keinen kommt da, aber ich meine, vielleicht kommt da ja auch Aschenputtel her, die Geschichte. Aber wir geben das ans Publikum, denn wir haben beide keine Ahnung. Vielleicht hat es ja mal jemand gehört. Und damit oder gelesen, habe ich oder? Das Gefühl, liegen wir auf einer Linie. Ah! Sehr gut! Ja. Oha! Das ist aber. Ich bin gespannt. Hallo! Hat sie nur einen Schuh? Ich bin schon einmal gespannt, erstmal, wie sie heißt. Jacqueline. Hallo, Jacqueline.
Ja. Jacqueline, Sie kommen aus Hamburg? Berlin, nee, Berlin. Auch aus Berlin, ja. Aber Sie sind nicht mit... Doch. Ja? Ich bin auch Verwaltungsbeamtin. Ja? Ja. Sind Sie auch privat verbunden oder sind Sie nur Kollegen? Nein, wir sind verheiratet seit 34 Jahren dieses Jahr. Aha, ja. Toll. Und hatten Sie sich abgesprochen, dass Sie gesagt haben, wir stehen beide auf? Also wenn der eine aufsteht, muss der andere auch aufstehen? Nein, das nicht. Ich habe geguckt, es stand keiner auf, dachte, ja. Die Berliner ich aber auch, ich versuche es einfach mal. Ja, klar, ne? Also finde ich gut. Also ich würde auch zu A tendieren, weil ich denke, dass es ein Schönheitspflaster ist. Nicht irgendwie, weil sie sich was wehgetan hat, die Frau von damals, sondern ein Schönheitspflasterchen. Ich kenne es eigentlich nur so auf der Wange, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn die eben witzig sein sollten oder dass sie ausgelassen waren, dass sie eben sich sowas auf die Nase geklebt haben. So würde ich es ja leiten. Also ich glaube, Wolfgang Stumpf hatte eher an so ein Sportpflaster gedacht, ja, dass man besser atmet oder besser schläft, aber von du sowas reden wir nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass es zur Zeit schon sowas war. Ich hatte nur einen Schuh an. Ja. Also genau. Ist fast ein Pflaster auf die Nase gekriegt. Ja. Also Jacqueline hat voller Überzeugung A eingeloggt und wir schauen, ob das jetzt stimmt. Im 17. und 18. Jahrhundert galt eine vornehme Blässe als Schönheitsideal. Um diese hervorzuheben, klebten sich Frauen ein als Mouche bezeichnetes, kleines, schwarzes Schönheitspflaster ins Gesicht. Dieses war in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich und entwickelte sich zu einem Überbringer von Botschaften. So wies zum Beispiel ein Mouche auf der Nase darauf hin, dass seine Trägerin eine Frohnatur war. Yay! Jacqueline! Ich stelle fest, Gäste aus Berlin kann man einladen. Absolut, das sowieso nicht, hätte ich sowieso nie gedacht, ja. Aber das war ihr Glück jetzt, dass das richtig war. Da hätten sich lange was zu anhören müssen, wenn das. Ja, ja, ja. Also 500 Euro fürs Team Bernhard, Bernhard und Wolfgang Stumpf. Ich werde gefolgt jetzt. Also, wir setzen mal auf alles, weil er sagt gerade Fragezeichen kann alles sein. Das ist die Überraschungskategorie. Wem hilft die Klapsregel? A. Schülern, B. Psychologen oder C. Pferdezüchtern? Die Klapsregel. Mann, ey, das ist doch einfach. Ich komme morgen nicht. Nee, ich habe keine Lust mehr. Ich komme morgen, ihr müsst euch alle suchen. Bleibt die Bank frei. Klapsregel. Nein, hör auf. Das ist ja sicherlich irgendeine eine Abkürzung, ne? Klaps, denke ich mal. Ja, hier von wegen. Das hat mit dem Klaps auf dem Hinterkopf. Ich wollte dir gar keinen Klaps geben. Ich wollte nur mal gucken, wo Lionel Richie demnächst noch so auftritt. Ich glaube nicht mehr. Schon länger her. Alles schon vorbei. Wem hilft die Klapsregel? Was könnte das für eine Abkürzung sein? Pferdezüchter, also ich weiß es nicht. Ich kann auch wieder überhaupt nichts. Ich bin leer. Ich bin komplett leer. Kann man einem Klaps auf den Po geben? Ja, deswegen glaube ich das nicht. Aber was ist das für eine Abkürzung? Das würde auch anders geschrieben werden dann. Wem hilft die Klapsregel? Ist das eine Abkürzung irgendwie, eine Eselsbrücke für irgendwas? Elton, ich hätte eine Idee, wie wir dich motivieren könnten, morgen doch zu kommen. Vielleicht können wir ja eine Verabredung treffen. Nee, mit Verabredung mit dir, da bin ich immer sehr... Nee, aber vielleicht können wir eine Verabredung treffen mit dir und mit Gunther und mit Wolfgang und mit Bernhard. Ja, was? Revanche. Nee, das wäre eine Möglichkeit. Ja? Oder du kommst morgen wieder und dann spielst du mal mit Bernhard und der Wolfgang und der Gunther spielen zusammen. Das ist super geil. Wie wäre das denn? Zieh dich warm an, Elton. Mit dem Elton spiele ich jederzeit. Haben wir das verabredet? Na gut, dann machen wir es. Wow. Da bin ich aber gespannt drauf. Wow, sollten Sie sich jetzt schon mal im Kalender anmerken. Das gab es noch nie und wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Okay. So, aber jetzt müssen wir die Klapsregel noch mal. Ich bin wieder mal bei B. Bei dem Psychologen. Ich finde es auch konsequent, dass wir jetzt bei B bleiben. Das stimmt. Ja. Weil irgendwann muss auch mal wieder B kommen, ne? Genau. Ja. Psychologen, das ist irgendwas gerade. Wir nehmen B. Ja. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht müsst ihr ja auch zu einem Psychologen nach dieser Sendung. Die Klapsregel hilft bei mathematischen Problemen. Und zwar bei der Lösung von Gleichungen. Dabei müssen folgende Regeln beachtet werden. Immer erst die Rechnung in der Klammer auflösen,
Danach gilt die Punktrechnung vor der Strichrechnung. Deshalb Klaps. Punktrechnung, das hätte ich gewusst. Aber ja. Und die Klammer dann noch dazu. Also es bleibt bei 500 Euro. So, Bernhard und Wolfgang, unser Körper oder tierisch? Was stehst du mir? Ich stehe zum Körper immer, aber da habe ich nicht. Überlasse das, die deine Entscheidungen waren bisher alle waren keine schlechten. Du wolltest aber eben schon Tiere, ne? Tiere. Wir nehmen Tiere, tierisch. Die gewöhnliche Moschusschildkröte. A hat keinen festen Panzer, B hat einen besonders angenehmen Geruch oder C kann 150 Tage unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Also, dass sie im Wasser sind, weiß ich, aber 150 Tage? Du weißt, dass die im Wasser sind? Ja, es gibt welche, die schwimmen ja und sind im Wasser. Ja, aber die Moschusschildkröte, nicht generell Schildkröten. Nein. Also ist die Moschusschildkröte, ist das eine Wasserschildkröte? Also wir haben da niemanden in der Familie davon. Also kann 150 Tage unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Nein. In der Familie? Haben wir nicht, meine ich. Ach, glaub ich, nicht. Ich glaube, das kann jedes Tier. Das Besondere ist hier nur, dass die danach wieder hochkommt. Aber verstehst du, das heißt, wenn wir gar keine Ahnung haben, nehmen wir C, weil das stimmt auf jeden Fall. Keinen festen Panzer, das, ganz ehrlich, wäre der Hammer. So eine Schildkröte wäre mal richtig cool. Die einfach mal anders ist als die anderen. Aber warum heißt sie dann Schild? Weil die zur Familie der Schildkröten gehört. Aber sie hat im Laufe der Zeit aus irgendwelchen Gründen das Schild zurückgebildet, das Schild, ihren Panzer zurückgebildet. Oder ihn zumindest, er ist ja nicht fest, sie hat ja nicht gar keinen, sondern er ist nur nicht fest. Ist eigentlich ein Weichei. Er hat keinen festen. Genau, also sie hat einen Panzer. Also nicht keinen könnte, Panzer. Ja. Keine Nackenschildkröte. Und deshalb vielleicht verkriecht sie sich in Löchern und so. Deshalb würde ich zu A tendieren. So ist es. A. Wir nehmen A. A. A, voller Überzeugung. Und in der Natur ist so unglaublich viel möglich. In den Süßgewässern von Nordamerika lebt die nur bis zu 14 cm große Moschusschildkröte. Forscher fanden heraus, dass sie ein spezielles Organ im Rachen hat, das für die Atmung zuständig ist. Dieses ist mit zahlreichen Blutgefäßen durchzogen, sodass die Schildkröte beim Spülen des Rachenraums mit frischem Wasser den benötigten Sauerstoff direkt aufnimmt. Sie reichert also das Blut mit Sauerstoff an. Das ermöglicht dem Tier bei einer Wassertemperatur von 3 Grad unglaubliche 150 Tage unter Wasser zu bleiben, ohne Luft zu holen. Mhm. Aber interessant. Ja, total. Ja, also, so schade das ist, dass ihr falsch geantwortet habt, so spannend war die richtige Antwort. Ja, unglaublich. Ja, toll, toll. Doch toll, jetzt wissen wir zwei Dinge. Das eine ist, sie hat keinen weichen Panzer. Ja. Nee, also weicher Panzer besonders. Ist bei Schildkröten immer ein Zeichen dafür, dass sie krank sind. Ah, ja, grundsätzlich. Das so, ne? Also 1500 Euro bleiben es. Wir ziehen ja nichts ab, aber... Wir nehmen unser Körper und B. Ja? Ja. Dass wir nach dem Schwimmen besonders hungrig sind, liegt neben der Bewegung und dem Wärmeverlust daran, dass die Verdauung stärker aktiviert wird als bei anderen Sportarten, B, Chlorwasser appetitanregend wirkt oder C, unser Hormonhaushalt durcheinandergebracht wird. Ich würde spontan A sagen. Wobei, ich bin auch hungrig, wenn ich gar nicht schwimmen war. Ja, ja, das geht mir ähnlich. Aber das Chlorwasser appetitanregend sein sollte, halte ich für ein Gerücht. Also die Alternative B zieht ihr zurück. Ziehen wir heute mal an dieser Stelle zurück. Daran, dass die Verdauung stärker aktiviert wird als bei anderen Sportarten. Das wäre natürlich sehr komisch, wenn das jetzt für sich B richtig wäre. Und wir hätten uns für A entschieden. Unser Hormonhaushalt durcheinander gebracht wird. Warum sollte unser Hormonhaushalt durcheinander gebracht werden? Weil wir im Wasser sind und nicht an Land? Nein. Aber warum wird die Verdauung stärker aktiviert? Durch die Bewegung? Durch die Darm? Wie? Am FKK-Strand könnte das passieren. C.
C. Da, ja, das glaube ich auch. Da wird der Also nicht da immer, ja, aber da geht ja was los. Ja, auch nicht bei jedem. Nee, das heißt im Umkehrschluss, du hast immer besonderen viel Hunger, wenn du vom FKK-Strand kommst? Ja, aber frag mich mal worauf. Warum wird die Verdauung stärker aktiviert? Was Verdauung ist im Magen und der ganze Darm? Der ganze Körper ist quasi in Bewegung. Wenn du schwimmst. Wenn ich schwimme, ja. Es gibt ja also andere Sportarten, da ist, was weiß ich, beim Tennis. Laufen ist mehr Beine. Auch Laufen, aber eigentlich mehr der rechte oder der linke Arm. Und hier ist der ganze Körper gefragt. Deswegen dachte ich, dass das hungrig macht. Verdammt, wir brauchen die Punkte, sonst können wir nach Hause gehen. Wir gehen sowieso bald nach Hause. Aber ihr kommt ja morgen wieder. Wir kommen morgen wieder, aber in anderer Konstellation. Okay, Chlorwasser appetitanregend wirkt, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ich würde in dem Fall A sagen, aber bitte, sei anderer Meinung. Ja, da du dich zumindest weißt, etwas entschieden hast und ich gar nichts weiß, dann nehme ich gerne deine Entscheidung an, werden wir wohl, dann nehmen wir A. Wir nehmen A. Und B wird es sein, pass auf. Es wird B sein, ja. Weil Chlorwasser, wenn du da ordentlich was geschluckt hast, da hast du. Da musst du ja was essen. Dann musst du einfach was essen. Nach einem Besuch im Schwimmbad sind wir oft besonders hungrig. Das liegt nicht nur an einem hohen Energieverbrauch durch die Bewegungen und dem Ausgleich des Wärmeverlusts. Die Hormone Leptin und Ghrelin tragen ebenfalls dazu bei. Diese steuern das Hunger- und Sättigungsgefühl und geraten im kalten Wasser aus dem Gleichgewicht. Das für das Sättigungsgefühl zuständige Hormon Leptin wird heruntergeregelt. Ghrelin, welches das Hungergefühl auslöst, wird hingegen verstärkt ausgeschüttet. Was in so einem Körper alles passieren kann. Das heißt, alle Fragen sind gestellt. Wir schauen auf den Zwischenstand. Ja, das mit den Hormonen, das war ja putzig. Ja. Bernhard Weil und. Ich krieg dann keinen Hunger. Nee. Ich hab doch was anderes. Nee. Mhm. Bernhard und Wolfgang haben 1500 Euro erspielt. Also, so gerade noch. Und Elton und Gunther Emmerich haben 500 Euro erspielt. Das kann ja im Idealfall beides noch verdoppelt werden, aber gewinnen wird wohl nur ein Team, wenn sie nicht beide alles verzocken. Wir kommen jetzt zur Entscheidung. Wir kommen zum heutigen Finale. Die Kategorie der heutigen Masterfrage ist berühmte Deutsche. Berühmte Deutsche. Wir sind fertig. Oh, ja. Wir haben alles gesetzt. Das heißt, wir kriegen uns mal teilen, wenn wir jetzt so viel setzt. Wenn wir recht haben, dann sind wir noch dran. Wenn wir Beine rein sind, haben wir immer noch. Haben wir schlecht. Das mal. Ist doch besser. Ja. Ja, klar, spannender. Ja, das ist schön mathematisch. Ja? Ja. Gut, beide Teams haben du bist der Fuchs, ja. einen Geldbetrag auf die nun folgende Frage gesetzt. Hier ist unsere heutige Masterfrage. Emil Jannings ist der erste Deutsche, der A. den Mount Everest bestiegen hat, B. auf der internationalen Raumstation ISS tätig war oder C. den Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller erhalten hat. 20 Sekunden ab jetzt. Ruhe im Publikum. Habt ihr schon? Zeit ist um. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Aber wir schauen erst mal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Wolfgang Stumpf haben von ihren 1500 erspielten Euro gesetzt. 500. Elton und Gunther Emmerich haben von ihren 500 Euro gesetzt. Alles verrückt. Ja. Die Zocker. Aber wenn sie erst haben. Ja. Heißt aber auch, wenn ihr richtig liegt und ihr falsch, hätten wir einen Gleichstand. Was ja auch nicht schlecht ist. Ja, ihr hattet aber echt schwere Fragen, deshalb fanden wir jetzt. Ja. Aber wollt ihr fair sein? Ja? Bernhard und Wolfgang haben getippt auf
schon. Wolfgang, ihr habt schon eingeloggt. Jetzt bringt das nichts mehr mit dem Vorsagen. Nein. Kann nur vorher schummeln. Nachher, das haben wir bei der Arbeit. Bernhard und Wolfgang haben sich entschieden für Antwort C. Elton und Gunther Emmerich haben sich entschieden für Antwort C. Oh. Der erste Deutsche auf der ISS war natürlich der uns allen bekannte Reiter. Thomas Reiter. Richtig. Auf dem Mount Everest war als erster Deutscher Reinhard Karl und Emil Jannings gewinnt als erster Deutscher den Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller. Und damit gewinnen Bernhard und Wolfgang Stumpf 1000 Euro für die 56 Menschen, die hinter euch sitzen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hat Spaß gemacht. Ich habe das jetzt noch mal schnell umgerechnet. 2000 Euro für 56 Menschen heißt für jeden von euch 35,71 Euro. Also, herzlichen Glückwunsch dem Siegerteam. Danke aber auch für heute. An Gunther Emmerich und Elton. So, wir müssen auch überlegen, wer auf welcher Seite sitzt. Und ich freue mich sehr, wenn Sie morgen mit dabei sind zu unserer Spezialausgabe hier von Wer weiß denn sowas. Das große Ost-West-Duell. Bernhard und Elton gemeinsam gegen Gunther Emmerich und Wolfgang Stumpf. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr. Ich bin gespannt, was das gibt. Tschüss und bis morgen. Schönen Abend noch.